nicht gerade besonders romantischen Titel trägt, Stuttgart 21, ausgelöst durch die Notwendigkeit, den Stuttgarter Bahnhof von einem Sackbahnhof in seinem Durchgangsbahnhof umzugestalten. Die Zukunft des Gebäudes, des Hauptbahnhofes, des Monatsbaus, der uns allen vertraut ist und den wir auch alle schätzen, ein denkmalgeschütztes Gebäude, und das soll auch so bleiben. Welche ökologischen Fragestellungen verbinden sich mit diesen 100 Hektar? Wie wird sich der Park weiter gestalten, der ja vor rund 100 Jahren mit dieser großen Schneise durch die damaligen Parkanlagen reduziert wurde und vor allem auch abgeschnitten wurde, heute ja gar nicht mehr vernetzt und verflochten ist in unserer Stadt. Und wir sind über den Zuspruch, den diese Auftaktveranstaltung nun auch bei Ihnen gefunden hat, doch etwas auch überrascht. Die Größe des Gremiums erreicht, macht es nun nicht möglich, dass wir nun in große Diskussionen hier im Plenum einsteigen. Die Grundlage dieser Form der Bürgerbeteiligung ist der Rahmenplan, der Entwurf des Rahmenplans, wie er von der Stadt Stuttgart erarbeitet worden ist. Das ist die Grundlage. Wenn die Verwaltung, wenn der Gemeinderat die Bürger wirklich ernst nimmt, dann sollen auch alles, sollen die alles tun, dass ein Bürgerentscheid in winzigen, beschränkten Maßen auch mit der Stuttgart 21 wird. Wir machen hier keine repräsentative Befragung darüber, ob Stuttgart 21 gewollt wird oder nicht. Ich bin Frau Werbig-Herbeck, Bürgerin dieser Stadt, und habe nur eine kurze Frage, mich freut auch eine ganz, ganz kurze Antwort. Ja. Gibt es auch einen Arbeitskreis Frauen zu Stuttgart 21? Kurze Antwort ist ja. Meine Frage ist nun, angesichts des Umstandes, dass jeder beteiligende Bürger, die möglicherweise in die Richtung geht, dass man sagt, man will dieses Projekt gar nicht, oder man will beispielsweise die viel günstigere Linienlösung, oder man will beispielsweise arbeiten auf der Grundlage des Modells des Architekturforums, dass all eine solche Bürgerbeteiligung, die in diese Richtung geht, die Stadt Stuttgart eigentlich schadenersatzpflichtig macht, laut diesem Vertrag. Ich habe den Fall diesmal erhalten, diesmal kann ich vorlesen. Da möchte ich wissen, wo jetzt nach Ihrer Auffassung jene Bürger ihren Platz haben in dieser Bürgerbeteiligung, die sich eben zu den Gegnern oder zu den Kritikern von Stuttgart 21 zählen. Es ist doch schon alles beschlossene Sache. Die zweite Frage ist es nicht so, dass nur Schmitten das Beiwerk für eine bereits beschlossene Sache hier abgehalten haben soll. Deshalb möchte ich darauf hinwirken, dass alle Kräfte versuchen, eine direkte Bürgerbeteiligung zu fördern mit Aussagekraft, mit rechtlich bindendem Machtwerk und nicht mit Scheinmachtwerk, und alles andere, glaube ich, fällt unter den Tisch. Dankeschön. Seit nach Juni, also das ist eigentlich eine Frage nach hier oben, die weitere Bürgerbeteiligung, aber das geht ja weiter, wir sind ja dann irgendwann in 2000 und 2010. Also grundsätzlich das, was ich im Wahlkampf gesagt habe, bildet Ihnen nachher auf, das ist klar. Und dann habe ich gesagt, dass wir eine offene Bürgerbeteiligung bedeutet, ich sage es Ihnen in dieser Deutlichkeit nochmal, keine beliebige Bürgerbeteiligung. Dann haben Sie nicht das Recht zu sagen, das interessiert die Wohlwollenden nicht, die gehen alle. Das fand ich für Ihnen eine Anmaßung, wo Ihnen nicht zusteht, nicht mehr zu sagen. Ich sage Ihnen ausdrücklich, die Spielregeln für diese Bürgerbeteiligung sind festgelegt. Und daran habe ich mich auch zu halten. Zwei Sätze. Erstens, die Bürger sind souverän. Zweitens, Herr Eschelhagen, kennen Sie den Ausspruch einer berühmten Kommunalpolitikerin, die einmal zur Bürgerbeteiligung gesagt hat, Bürgerbeteiligung ist immer die Beteiligung der Andersdenkenden. Demokratie heißt, dass die Menschen hier selbst bestimmen, fordern und können, das sind Bürger. Und ich finde es gut, wenn sie auch in schwierigen Fragen abstimmen. Das gehört zur Demokratie, und nicht sagen, so machen wir es, wie Sie denken. Das ist nicht würdig für dieses Haus. Sie haben sich auf dieses Verfahren eingelassen.
und ich bitte Sie in Zukunft zu dieser Grundlage zu sprechen. Und jetzt wäre ich für Folgendes. Wir machen eine kurze Pause und machen dann anschließend. Nein! 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 Nein. Schauen Sie. Das ist nicht einfach. Aber wir alle sind Lernende und ich hoffe, dass alle, die sich engagieren, auch viel davon persönlich lernen und davon persönlich profitieren.